Luisium bezeichnet ein Schloss und eine Parkanlage im östlich des Stadtzentrums von Dessau gelegenen Ortsteil Waldersee. Es ist wie die Wörlitzer Anlagen Teil des Dessau-Wörlitzer Gartenreichs, das auf der Liste des Welterbes der Menschheit der UNESCO steht. In der Nähe der Skulptur Das verschleierte Bild zu Seis von 1785 befindet sich der künstlich angelegte römische Ruinenbogen aus dem gleichen Jahr. Schloss und Garten Luisium entstanden zwischen 1774 und 1778 als Geschenk für Fürstin Luise von Brandenburg-Schwedt, der Gemahlin des Fürst Leopold III., Friedrich Franz von Anhalt-Dessau, und sollte der Fürstin als Witwensitz dienen. Anstelle des barocken Parks und seiner Gebäude wurde ein englischer Garten mit klassizistischen und neugotischen Architekturen angelegt. Seit 1780 ist der Name Luisium nach der Fürstin in Gebrauch. Neben dem Luisium und dem Schloss Wörlitz bewohnte Luise vorwiegend das Graue Haus im Wörlitzer Park. 1811 starb sie im Residenzschloss Dessau. Noch im 19. Jahrhundert bestanden zwei separate Gartenteile, der Wirtschaftsbereich und der eigentliche Park. Der Wirtschaftshof des Luisiums ist eine offene Vierflügelanlage in Fachwerkbauweise. Die unmittelbar neben dem Schloss gelegene Weiße Brücke, eine erstmals 1776 erwähnte Holzkonstruktion, ist eng verwandt mit der aus Wörlitz bekannten Version. Aufgrund der 2013 erlittenen Hochwasserschäden wurde sie 2017 neu errichtet. Das Blumengartenhaus, auch Eulenhaus genannt, wird heute auch für kleinere Konzerte genutzt. Eingebettet in drei vor Hochwasser schützenden Erdwälle wird der Garten durch Plastiken und verschiedenen Bauwerken belebt. Charakteristisch für die Gestaltung des Gartens sind die vom Schloss aus weit in die Landschaft und zur ehemaligen Stuterei sich erstreckenden Sichtachsen.
Das Gestüt wurde zwischen 1779 und 1781 auf einer Fläche von 16 Hektar errichtet. Die Gestützgebäude umschließen einen rechteckigen Hof, zu dem die Einfahrt an der Richtung Luisium zeigenden Ecke möglich ist. »1816 bis 1817 veranlasste Fürst Leopold I. den Anbau eines quadratischen Westturmes als Grabmal für seine 1811 verstorbene Gemahlin Luise. Die Gartenanlage verfügt über eine bemerkenswerte Artenvielfalt der Flora und Fauna. Insbesondere sind die vielen Altbäume wie Weimutz- und Schwarzkiefern, Lärchen, Eiben, Tulpenbäume, Eichen sowie Edelkastanien bedeutsam. Im direkten Anschluss an das Wirtschaftsgebäude befindet sich die Orangerie. Aus dem Jahr 1785 stammt der Pegasusbrunnen, eine ehemalige Wasserpumpe zur Versorgung eines heute nicht mehr vorhandenen Blumengartens. Nicht alle Gebäude im Luisium sind bis in die heutige Zeit erhalten geblieben. Vor allem Gewächs- und Treibhäuser wurden im 19. Jahrhundert beseitigt. Das Schlangenhaus, ein neugotischer Gartenpavillon, entstand um 1800. Heute kann man es als Ferienhaus mieten. Am Osteingang des Gartens befinden sich zwei neugotische Torhäuser. Beide Pavillons wurden 1816 errichtet. Die Jagdbrücke über die Mulde bei Dessau. Die Fußgängerbrücke ist ein Knotenpunkt von Rad- und Wanderwegen. Über die Brücke führen der Elbradweg und die Gartenreichtour Fürst Franz. Sie ist auch das Ende oder auch der Anfang des Mulderadwegs.
Musik.